Jo Leute, und damit willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite. Aber nicht zum Battle Royale Modus, sondern wie ihr sehen könnt, wir sind hier in Spielwiese, denn es gibt ja heute ein kleines Tutorial. Und ja, ihr werdet es wahrscheinlich schon am Titel sehen. Ich kenne den Titel jetzt nicht auswendig, weil ich überlege mir das erst im Nachhinein, aber wird wahrscheinlich irgendwas drin stehen wie Inventar automatisch sortieren oder sowas. Und ja, genau darum geht's heute. Also, wenn ihr jetzt überall Loot rumliegt, ich habe jetzt ein bisschen was gelootet. Ihr könnt mein Inventar ja sehen. Hier haben wir eine Heavy Shotgun, eine Tommy Gun, ein Medkit, eine Sniper und ein Chuck-Chuck. Und ja, normalerweise würde ich mein Inventar jetzt so sortieren. Hier, ja, Sniper immer nach hinten, so. Oder beziehungsweise so. In letzter Zeit spiele ich immer mit den Waffen vorne. Und ja, ich habe die ganzen Sachen jetzt in dieser Reihenfolge aufgenommen, glaube ich, oder in dieser Reihenfolge, ich weiß es nicht. So ungefähr habe ich die aufgenommen. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick, wie ihr das machen könnt. Das ganz einfach, weil die meisten Leute haben ja immer das die Gegenstände hier hinten, also das zum Healen. Und das könnt ihr ganz einfach einstellen, weil also ich droppe am besten erstmal wieder alles. So, ihr seht, wir haben jetzt alles gedroppt und da müsst ihr einfach ja hier auf die Einstellungen gehen und dann hier oben bei dem Zahnrad einfach nach unten gehen. Ja, und dann hier bei dem untersten über Feedback Verbrauchsgegenstände rechts orientieren. Das macht ihr dann an. So, ich habe das einmal ausgemacht, damit es eben nicht mehr an ist. Und dann können wir hier, wenn wir jetzt den Chuck-Chuck zuerst einsammeln, ist er direkt ganz rechts einsortiert. Und wenn wir das hier einsammeln, wieder links, weil normalerweise ist ja so, ich mache es gerade noch mal aus. Normalerweise, wenn ihr was einsammelt, ist es ja so, ihr müsst dann erst einmal das einsammeln und dann das und das und dann in der Reihenfolge, wie ihr es aufheben wollt. Und ja, wenn nicht, wäre das dann alles so in der Reihenfolge, wie ihr es halt aufhebt. Und wenn ihr das Ganze dann umstellt, ist es eben deutlich leichter, weil dann müsst ihr nicht immer ins Inventar gehen und das alles sortieren. Dann hier, Chuck Chuck, Medkit, so, das wird alles hinten einsortiert und dann könnt ihr euch hier die Waffen dann nehmen. So, bei den Waffen geht das leider nicht. Es geht nur, dass die Verbrauchsgegenstände hinten einsortiert werden. Und ihr könnt leider keine richtige Reihenfolge festlegen, dass ihr irgendwie sagt, ja, Trommelgewehr, wenn ich eins habe, soll das auf eine 1. Wenn ich eine Schrotflinte habe, soll die auf eine 2. Beziehungsweise auf Tommy Gun auf die 2, weil Spitzhacke ist ja eigentlich die 1. Oder ja, 0 so gesehen. Also, ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es getan hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ja, zu diesem Skin, den ich habe, zum Roadtrip-Skin, zum Vollstrecker, gibt es auch noch ein Video. Das kommt dann aber erst morgen, weil heute sind dann schon zwei Videos, die ich gemacht habe. Und ja, will ich jetzt nicht drei Videos an einem Tag machen. Und ja, also, Video zu dem Vollstrecker kommt dann auch morgen zum Roadtrip-Skin und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.